Hallo, ihr Lieben. Passend zu unserem diesmonatigen Challenge-Thema vom Design-Team, was Altes und was Neues, sind meine neuen Sachen von Kulrike gekommen. Ich habe auch einiges aus dem neuen Weihnachtsrelease gekauft und das möchte ich euch mal zeigen. Und beim letzten Video kam, oder beim letzten Haul kam die Frage: Wie verwendest du denn dein Glanzkarton? Und da hatte ich mir den kupferfarbenen geholt und damit werden wir heute mal so ein paar, ja, Sachen basteln. Ich möchte gerne Boxen mit euch basteln heute und da verschiedene Banderolen mit dem Glanzkarton gestalten. Aber jetzt zeige ich euch erstmal meinen kleinen Einkauf. Was auch neu ist, ihr habt ja sonst immer diese Flyer-Beileger gehabt bei Faltkarten und bei Kurike und jetzt gibt es hier so ein wunderschönes Foto von einem Werk aus dem Design-Team und passend dazu die Bastelanleitung, die ihr hier mit dem QR-Code direkt aufrufen könnt. Und was ja total nachhaltig ist, auf der Rückseite bekommt ihr das passende Designpapier als Probe, ne? Da könnt ihr auch schon mal ein bisschen was mit basteln. Ich mag dieses hier total gerne. Und ja, ich habe mir auch, weil ich nicht dran vorbeigehen konnte, den süßen Felix hier bestellt. Der nennt sich Felix mit Mütze und den kann man so ganz toll verwenden. Der hat auch eine tolle Größe. Das dürften ungefähr, ja, so 7, 7,5 Zentimeter sein. Und man kann ihm aber auch die Mütze, die Weihnachtsmütze oder die Ohrenschützer aufsetzen. Das finde ich total süß. Und ja, der musste mit. Den gibt es schon ein bisschen länger. Ja, aber was soll ich sagen? Ne? Felix darf immer mal mit. Dann noch ein Süßi, der Eisbär. Bärige Weihnachtspost heißt das Stempelset. Und da habt ihr eben den Eisbären dabei mit Weihnachtsmütze, ein Briefchen, das kann man auch außerhalb von Weihnachten mal verwenden. Dann die Sprüche Weihnachtspost und fröhliche Weihnachten, auch finde ich in einer total schönen Schrift. Und das gehört schon zum neuen Release. Und dann habe ich mir Stanzen bestellt. Das ist die Stanze Weihnachtsbanner. Packe ich euch mal einmal aus, weil die fliegen ja in der Packung immer so ein bisschen übereinander. Und zwar gibt es da eine große Stanze Weihnachten. Vielleicht erkennt ihr es wieder. Das ist der Schriftzug, den es letztes Jahr im Release von mir als Stempel gab. Den habe ich glättert. Und jetzt gibt es ihn auch als Stanze, was ich sehr, sehr cool finde. Und dazu gibt es verschiedene Banner. Zum einen gibt es hier einen Banner, der hat das Frohe Stanz der mit aus. Dann gibt es einen größeren und einen etwas schmaleren Banner. Warum das? Ja, es gibt zu dem Stanzenset auch noch das passende Stempelset, nennt sich auch Weihnachtsbanner. Und da habt ihr eben Sprüche dabei. Zauberhafte, frohe Weihnachten, frohes Fest, Adventszeit und fröhliche, paar Sternchen und auch noch so ein Banner zum Stempeln. Und da könnt ihr, na, machen es mal richtig rum, ne? Da könnt ihr die Sprüche mit den Bannerstanzen ausstanzen. Es gibt halt größere und kleinere. Und die passen perfekt da drauf. Finde ich eine super Kombi. Dann gibt es hier noch eine neue Stanze. Weihnachtsbaumstern. Das ist so ein zwirliger Weihnachtsbaum mit einem Stern oben drauf. Finde ich total schön schlicht. Passt auf ganz viele Karten mit drauf. Und ja, den werden wir heute auch zum Einsatz bringen. Und dann durfte noch mit einmal hier die Stanzschablone Rahmenstern. Da habt ihr verschieden große Rahmensterne dabei und einen ganz kleinen. Und passend dazu gibt es auch so, da kommt, geht schon der Kleine verloren, weil die Hülle hier an der Seite schon aufgegangen ist. Das muss ich gleich mal umpacken in mein Ordnungssystem hier. Und passend dazu gibt es auch so Inlays. Da steht zum Beispiel Frohes Fest und das könnt ihr hier genau hinter den Rahmen kleben. Die habe ich mir diesmal nicht mitbestellt, weil ich schon so viele Weihnachtssprüche habe. Aber ja, ne, nur so zur Info, das gibt's auch. Also ganz viele schöne neue Sachen.
Und ich habe mir meine Lieblinge vom letzten Jahr von Weihnachten auch noch rausgesucht. Mit denen werden wir heute auch basteln. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar möchte ich mit euch heute Boxen basteln. Und ich habe mir da ausgesucht diese Pillowbox von Crealise. Da habt ihr einmal eine große Pillowbox, die ist hier 13 x 10 cm und ihr habt auch noch einen Aufleger, das heißt, da könnt ihr auch super mit Designpapier arbeiten. Das machen wir heute nicht, wir lassen die Box, wie sie ist und werden ein bisschen Knaller machen mit den Bannern, die wir drumherum machen, mit dem Glanzkarton. Aber als erstes bauen wir mal die Box zusammen. Ich habe hier das moosgraue Papier mir schon zweimal ausgestanzt. Ich finde, das passt ganz gut zu dem kupferfarbenen Glanzkarton. Ich mag es halt, mit dem Glanzpapier zu arbeiten, aber ich möchte dazu relativ neutrale Farben verwenden. Deswegen einmal das Moosgrau als Grundfarbe sozusagen und dann habe ich mir noch dazu genommen das Elfenbein. Da holen wir auch mal eben ein Reststückchen dazu und ich finde die Farbkombi einfach ganz schön. Vor allem, weil eben dieser Glanzkarton so knallt. Wir bauen mal ganz schnell die Box zusammen. Das ist nämlich mega einfach. Und zwar habt ihr hier zwei Klebelaschen. Da mache ich jetzt einfach mal doppelseitiges Klebeband drauf. Schön an der Falz entlang. Einmal und zweimal. Und die Klebelaschen falze ich mir auch einmal nach. So. Das hat auch den Vorteil, dass das Klebeband dann super festhält, wenn man da nochmal einmal mit dem Falzband drüber fährt. Ja, und zwar falze ich die nach innen. So, und an einem Teil mache ich mir mit einem kleinen Kreisstanzer hier ungefähr mittig auch noch an jeder Seite so eine kleine Eingrifflasche rein. Dann kann man nämlich die Box nachher leichter öffnen. Ja, und dann können wir auch schon den Schutzstreifen vom Klebeband abziehen. Alles, was übersteht, drücke ich mir einfach so ein bisschen nach innen. Und dann legen wir die andere Seite hier passend an der Falz an. Ich hebe mir das immer so ein bisschen hoch, bis ich mir das passend ausgerichtet habe. Das kann ich natürlich nicht genau drüber gucken. Da habt ihr es ohne Kamera einfacher. So. Ja. Und wenn ich das richtig passend habe, drücke ich es einmal runter. Und drücke mir das auch noch mal mit dem Falzband richtig schön fest. Dann nehme ich mir die andere Seite, ziehe das Schutzpapier ab und dann kann ich das schon aufeinander bringen. So. Und ja, drück's mir hier an meinen Finger quasi an und kann das dann auch festdrücken und einmal nachfalzen. Und dann kann man einfach nur noch hier die Laschen einmal reindrücken. Dann geht man hier die Falzung ein bisschen mit dem Finger entlang. Da braucht er gar nicht richtig mit dem Falzbein lang. Das reicht so schon, die legen sich wunderbar. So, und fertig ist unsere Box. Und davon habe ich jetzt vier gemacht und die verschönern wir jetzt mit Banderolen und ja, kleinen Labels. Und da nutzen wir eben den kupferfarbenen Glanzkarton. Ich habe mir jetzt hier von der ganzen Seite von dem Kupferkarton die 23 cm lang, 4 cm jeweils abgeschnitten. Und diese Streifen werden wir uns jetzt noch ein bisschen verschönern. Beim ersten möchte ich embossen und zwar nehme ich dazu dieses wunderbare Stempelset von Woodware. Da sind so schöne Pinienzweige dabei. Hat das auch einen Namen? Sketchy Pine Branch. Und
Das werde ich mir mit Weiß darauf embossen. So, ich habe es mir jetzt schon mal auf den Acrylblock gezogen und bevor wir embossen können, nehme ich hier mein Säckchen und nehme die Statik von dem Glanzkarton. Das ist gerade bei Glanzkarton ganz, ganz wichtig, weil sonst habt ihr nachher das Embossingpulver überall hängen. So, und dann nehme ich mir mein Wörsermark-Stempelkissen. Das ist so eine klebrige Embossing-Tinte, extra zum Embossen. Und verteile mir meine Zweige überall. Lege auch nochmal meine Stempelmatte drunter, weil wir ja ohne Stempelhilfe stempeln. Dann werden die Abdrücke meist ein bisschen schöner. So, einmal gut einfärben. Und dann kreuz und quer auf den Glanzkarton stempeln. Und dann nehmen wir uns ein Schmierpapier und geben das Embossingpulver einmal drüber. Die Abdrücke sind fast überall ganz gut geworden. Hier habe ich einen kleinen, ja, kleine Fläche frei. Weiß nicht warum, aber ist nicht so tragisch. Da machen wir dann ein Etikett oder sowas drüber. Und jetzt föhne ich das. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ihr beim Embossen mit dem Glanzpapier beachten solltet, ist, dass ihr mit dem Föhn immer schön in Bewegung bleibt. Denn das ist ja eine Plastikoberfläche. Das habe ich jetzt nicht beachtet. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, was dann passiert. Und zwar ist hier quasi, hat es einmal Puff gemacht und die Folie hat sich hier von dem Trägerpapier gelöst und gibt dann so eine Delle. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal ohne euch nochmal. So sieht es dann embossed aus. Und dann ist es auch alles wirklich fest auf dem Glanzkarton drauf. Ich gehe jetzt nochmal einmal drüber und nehme mir mein Antistatikpuder oder Babypuder runter. Und ich finde dieses Zusammenspiel zwischen weiß und glänzend wirklich, wirklich mega schön. Und jetzt machen wir noch die Deko. Nehmen uns mal hier so eine Schachtel dazu. Und ich habe mir überlegt, wir stanzen da dieses Bäumchen einmal aus und bringen das mit aufs Etikett drauf. Dieses Etikett ist einmal in Elfenbein und auch einmal in Moosgrau ausgestanzt. Das sind die Ovale von Karl Lein Design, die ich da verwendet habe, mal wieder. Und ja, dann habe ich mir auch schon ein Banner aus dem Banner-Set gestempelt und ausgestanzt. Und wie ihr seht, habe ich hier das Frohes Fest mit dem kleinen Banner ausgestanzt und das Ganze dann mit dem großen Banner hinterlegt. Auch das geht mit dem Stanzenset, das finde ich ganz cool. So, jetzt stanzen wir aber erstmal das Bäumchen aus. Und da habe ich mir vorbereitet ein Stück von dem Glanzkarton und habe hinten schon mal doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Achtet bei dem Glanzkarton immer drauf, dass ihr mit doppelseitigem Klebeband arbeitet. Ihr könnt auch mit Flüssigkleber arbeiten, nur das braucht ewig zum Trocknen. Und ja, warten ist ja nichts für mich. Ich stanze mir jetzt mal einmal das Bäumchen aus. Und ich versuche immer, diese Aufkleber jetzt quasi auf diesem Ausgestanzten zu lassen. Weil dann kann ich es einfach abziehen und aufkleben. Und es verrutscht nicht. Gerade bei so filigranen Stanzen ist das halt oftmals so, wenn ihr die dann in der Stanze abzieht und ja, aufbringt, dass sie sich dann ein bisschen verziehen. Ich nehme jetzt hier mein Label und ziehe mir das einmal ganz entspannt ab. Vorsichtig. Das ist das, was ich meine.
Was noch besser ist, ist, wenn es in der Stanze hängen bleibt. Dafür ist es jetzt zu spät. Okay, fangen wir mal oben an. Klebe es mir auf. Gehe hier wirklich Stück für Stück und dann legt sich das auch in der Regel richtig hin. So, ich drücke es erstmal leicht an, weil es ist nämlich schief und krumm auf dem Etikett. Kleiner Pro-Tipp, klebt es erst auf und stanzt dann das Etikett. Dann macht ihr es euch ein wenig einfacher und müsst nicht darauf achten, dass ihr dann bei dem filigranen Ding hier auch noch mittig seid. Bisschen mittig gemacht, ne? Und jetzt kann ich einfach meinen Falz reinnehmen und nochmal drüber rubbeln. Und dann ist das auch mit dem doppelseitigen Klebeband fest. So, und jetzt setze ich mir das einfach alles zusammen. Das darf einmal auf die Mattung drauf. Da könnt ihr natürlich auch noch im Hintergrund irgendwie was stempeln. Schlichtes Muster oder ein paar Sternchen oder so. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Da waren, glaube ich, auch bei dem einen... Genau, hier waren noch so ein paar Sternchen, die könnte man natürlich noch ein bisschen in den Hintergrund auch stempeln bei dem Bäumchen. So, dann nehme ich hier meinen Banner und ich mache das einfach so. Ich messe jetzt nicht großartig ab, ich gucke, dass es ungefähr mittig liegt und klick mir das einmal hier so an den Seiten um. So, drücke mir das leicht an. Und kann dann eben nochmal wirklich gerade mir das auflegen, so dass ich hier quasi eine Kante habe. Und gehe dann nochmal einmal mit dem Falzbein drüber, kann mir die Kanten schön machen. Und an der anderen Seite genauso. So. Und dann bringe ich mir doppelseitiges Klebeband an. Dann nehme ich jetzt ein bisschen breiteres. So, drücke mir das auch richtig schön fest, dass es hält. Kann mir da auch nochmal so ein Stritzen-Tombo hier mit dran machen. Und dann ziehe ich mir das ab. Wenn es denn will. Na, es will heute nicht so, wie ich das will. So. Dann lege ich es mir hier nochmal an die Schachtel an. Achtet darauf, dass ihr hier die Abschlüsse nehmt, die quasi plan sind, weil von hier aus sähe es ein bisschen doof aus. Also so ist es schon schöner. Jetzt kann ich mir das hier passend platzieren. Und schön gerade aufeinander drücken. Kann auch nochmal mit dem Falzbein hier hintergehen und mir das richtig schön andrücken. So, jetzt kommt noch mein Etikett hier drauf. Auch da nehme ich schön doppelseitiges Klebeband. Aber ich glaube, ich setze es einfach hier drauf. So. Dann nehme ich mir mein Etikett und setze mir das hier möglichst mittig auf. Drücke mir auch das nochmal einmal fest. Jetzt nehme ich es einfach nochmal ab. Wäre vielleicht auch einfacher gewesen, oder Claudia? So, und drücke mir alles nochmal einmal richtig schön fest, dass das auch hält. Was jetzt noch fehlt, ist mein Banner. Und ich glaube, da
gebe ich mir ein bisschen doppelseitiges Klebeband auf. Und zwar hier so ein bisschen Foam Tape, dass es ein bisschen erhöht ist. Und dann setze ich mir das hier unter den Baum. Und fertig ist unsere erste Schachtel. Einmal nochmal wieder draufziehen. Na, willst du wohl? So. Das ist unsere erste Schachtel. Finde ich schon mal sehr edel, gerade hier mit dem Muster. Hinten ist jetzt natürlich keine Klebelasche, deswegen habe ich die noch vorne gemacht. Und da ist ja eh das Etikett drüber. Und für die zweite Variante werden wir hier die Sternchen nehmen. Und ich nutze da dieses Emboss- und Transfer-Set von Sizzix. Das habe ich extra mit dazu genommen. Das ist bei meiner Big Shot so, dass ich da ein bisschen extra Druck raufnehme. Und das ist eigentlich diese Silikonmatte. Und dieses hier. Und da werden wir uns jetzt ganz viele Sterne quasi einprägen oder rausprägen und müssen auch gleich mal gucken, welche Seite uns am besten gefällt. Ich hole mal die Big Shot dazu. So, bei mir lege ich ein Stück Moosgummi, das ist 1 mm Moosgummi, lege ich drunter. Dann lege ich die Plastikmatte mit der Silikonmatte oben drauf. Und dann eine Acrylscheibe nachher oben drauf. So, wenn ihr jetzt schon ein Stück geprägt habt, lasst es einfach hinten, seht es nicht, lasst es hinten überhängen, weil sonst drückt ihr euch das Ganze wieder raus. Das wäre ja sehr schade. Jetzt nehmen wir uns die Stanzen und legen uns die so auf, wie es uns gefällt. So. 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 Und das könnt ihr echt machen, wie ihr möchtet nachher, ne? Und dann lege ich meine Acrylscheibe drüber über das Ganze und fahre einmal durch meine Maschine durch. Macht das auch schön langsam. Jetzt zieht sich das hier so schön. Kann sein, dass gleich der Einstell rausgedrückt wird. So. Also ein bisschen, ne? Und dann habt ihr das halt hier embossed und nicht geschnitten. Ne, dafür ist diese Silikonmatte mega, mega cool. So könnt ihr eben eure Stanzen auch noch anderweitig verwenden, also zum Stanzen. Wer diese Silikonmatte nicht hat, macht es genau andersrum. Der stanzt sich eben die Sterne aus und klebt die einfach nochmal oben drauf. Dann habt ihr einen ähnlichen Effekt. So, das Ganze machen wir jetzt einmal nochmal. Und dann habe ich einen geprägten Hintergrund. Der gefällt mir schon ganz gut, aber ich hätte es wie an dieser Seite hier ein bisschen enger machen sollen. Aber gut, weiß ich fürs nächste Mal. Ist ja auch nur ein Banner. Das heißt, ich finde gerade bei so Bannern kann man halt echt super gut auch was ausprobieren. Und wenn es dann nichts wird, hat man wenigstens nicht viel Papier verschwendet, sage ich jetzt mal. Und hier möchte ich direkt nochmal einen Hack mit euch teilen, um auch hier dieses Design von dem Banner nochmal aufzugreifen. Und zwar habe ich mir mit einer Kreisstanze aus meinem Fundus einen weißen Kreis ausgestanzt und habe mir hier ein Stück von einem Glanzkarton vorbereitet mit doppelseitigem Klebeband. Und ich möchte jetzt quasi so eine Inlay-Technik machen, die passend dann zu diesem Banner auch ist.
Und dafür nehme ich mir hier jetzt eine Kreisstanze, fixiere mir die ein bisschen mit Washi-Tape oder hier diesem Lila-Tape. Und dann nehme ich einen Stern und bringe mir den mittig hier drauf an und fixiere mir auch das nochmal mit ein bisschen Masking-Tape. So. Und gebe mir das einmal durch die Big Shot. Und dann habe ich eben hier mir den Kreis ausgestanzt und den Stern in der Mitte. Und das möchte ich jetzt hier drauf anbringen. Und zwar als erstes den Kreis. Ich mache nochmal das Tape ab. Der Stern flutscht so schon raus. Und da zupfe ich mir die Schutzfolie ab. So. Und bringe das jetzt möglichst mittig auf meine Mattung auf. Ja, mittig ist bei mir ja immer ein bisschen relativ, ne? Vor allem, wenn man hier nur so von der Seite gucken kann, aber das passt. So, das drücke ich mir schon mal einmal fest. Und dann möchte ich mir den Stern hier in der Mitte gerne erhöht aufkleben. Da schneide ich mir jetzt einfach mal ein Stückchen Foam-Tape zurecht. Lege mir das auch doppelt, dann habe ich ein bisschen dickeres. Steht der Stern ein bisschen mehr ab. Und ziehe ich mir den Schutzstreifen ab. Und bringe mir das einfach hier in der Mitte auf den kleinen Stern drauf. Und ziehe mir den Schutzstreifen. Oh, und das klebt nicht wegen der Schutzfolie hier. So, dann machen wir noch die Schutzfolie ab und bringen das Foamtape drauf an. Das ist jetzt eine klebrige Angelegenheit. Deswegen nehme ich mal jetzt eine Pinzette dazu. Und dann bringe ich mir das möglichst mittig. Schöner wäre es gewesen, wenn er jetzt in der Stanze drin gewesen wäre. Dann hätte man einfach die Stanze aufgelegen können und wäre einfacher mittig gekommen. So. Das finde ich schon ganz schön. Wer mag, kann ja jetzt auch noch die Seiten runterklappen. Da ist ja auch noch das, das Tape hinter. Und ja, diesen Stern hier bewahre ich mir einfach auf für ein anderes Projekt. Kann man ja immer mal ein bisschen mit draufbringen, so einen Rahmen. Finde ich super cool. Und dann habe ich mir hier noch so ein Großfest gestempelt. Mein derzeitiges Lieblingsstempelset zu Weihnachten. Wo haben wir es denn? Ja. Dieses hier. Großfest Reverse. Und da sind halt diese ganzen Blockzeichen drin und die passen einfach überall super hin. Jetzt gucken wir mal, wo wir es anbringen. Ich habe es mir so gemacht, dass ich mir hier zwei Streifen von dem Rest von dem Ausschneiden hier noch hintergeklebt habe, dass es schon ein bisschen erhöht ist. Ja, da bringen wir jetzt einfach doppelseitiges Klebeband hinten drauf an. So. Und dann gucke ich mal eben, wie ich es mir drauf anbringe. Ich glaube, hier so mittig einfach. Ja. Gestempelt habe ich übrigens hier mit dem Weather Fine Clair Morning Mist. Das ist jetzt coolerweise auch bei Faltkarten in den Shop eingezogen, also die ganzen Weather Fine Clair Stempelkissen. Und die sind einfach zum Stempeln so super. Das Ganze packe ich jetzt einfach zusammen und mache da meine Banderole raus. Und dann zeige ich euch gleich die fertige Packung. Schachtel Nummer 2 ist also fertig. Auch mega cool geworden. Ich zeige euch auch nochmal von hinten. Ich habe mir jetzt die Seite ausgesucht, wo es reingeprägt ist. Ihr könntet natürlich auch die Seite nehmen, wo es erhaben ist.
Aber ich fand das jetzt hier so ein bisschen schöner. Und ja, das ist eine Möglichkeit zu embossen. Eine andere ist natürlich ganz normal mit Embossing-Foldern zu arbeiten. Da habe ich mir jetzt mal einen vom letzten Jahr rausgesucht. Watercolor Christmas, die Delicate Snowflakes. Ich weiß nicht, ob es die noch im Shop gibt. Das ist hier so ein Embossing-Folder mit so Schneefall. So, das ist ein dünner Embossing-Folder. Das heißt, wir brauchen folgenden Aufbau. Diese machen wir raus. Dann brauchen wir einmal die unterste Plattform und die zwei Acrylplatten. Und ja, weil es halt ein längerer Streifen ist, könnt ihr das bei einigen Embossing-Foldern auch so machen, dass ihr das hier rausschiebt, je nachdem, was ihr embossed haben wollt. Ich lege mir das jetzt so rein, wo die meisten Schneeflocken sind. Und damit bekommt man eben ein wunderschönes Ergebnis. Und ja, jetzt gebe ich mir das einfach langsam durch meine Big Shot. So. Und weil ja jetzt der ganze Streifen noch nicht embossed ist, ich zeige euch mal das Ergebnis einmal. Sieht das nicht cool aus? Ist das nicht wunderschön? Und ja, der ganze Embossing-Folder ist ja noch nicht drauf. Jetzt mache ich das so, dass ich das hier oben anlege und quasi so weit ziehe, dass das mit dem Muster hier oben so ein bisschen ineinander geht, dass es gar nicht so auffällt, dass ich quasi das ein zweites Mal angelegt habe. Vorteil hierbei ist, ihr habt dann nicht so eine krasse Kante, wie wenn ihr das jetzt nochmal von der Seite her einlegt. Und dann gebe ich das nochmal durch. Habe ich es jetzt richtig rum reingelegt? Moment. Nee. So rum muss es nämlich. Sonst ist es das eine nach oben und das andere nach unten. Das wäre ja doof. Und dann habt ihr, wenn ihr zweimal angelegt habt, habt dieses wunderschöne Ergebnis. Ich finde, das kann sich echt wohl sehen lassen. Entweder so rum, das erhaben ist, oder eingeprägt so rum. So, um dieses hier zu vollenden, habe ich mir wieder einen Kreis ausgestanzt aus dem Moosgrau und einen Aufleger aus Elfenbein. Und habe den hier auch geprägt mit dem gleichen Embossing-Folder. Auch mega schön. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen Farbe drauf machen. Das lasse ich jetzt aber. Und ich habe mir jetzt vorbereitet hier Frohes Fest. Das ist auch eine Stanze von Kulrike. Die ist auch schon etwas älter. Um euch einfach zu zeigen, ihr könnt damit auch super Sprüche gestalten. Mit der Folie. Ich habe mir das gleichzeitig auch auf Elfenbein ausgestanzt, dreimal. Und zwar auch mit doppelseitigem Klebeband hinten drauf. Und dann kann man sich das nämlich alles hier so schön aufeinandersetzen. Wie eben einen Sticker. Jetzt nehme ich mir das Glanzpapier und es hat dann halt auch eine schöne Festigkeit. Und ich lasse es halt immer gerne hier so drin, kann ich es mir rausnehmen und dann aufeinander kleben. Das finde ich so, ehrlich gesagt, am einfachsten. Und dann drücke ich mir das nochmal richtig schön mit dem Falzbein an. Einfach mit der glatten Seite, dass das auch schön hält. So. So, die Banderole habe ich mir jetzt schon einmal vorbereitet. Die passt hier jetzt schon super drum. Und jetzt kann ich eben mein Frohes Fest hier abziehen und hier aufplatzieren, wie es mir gefällt. Darf ruhig ein bisschen überstehen hier. Es ist ja quasi vierlagig, das heißt, ihr habt da auf jeden Fall eine Festigkeit, dass es auch hält und nicht sich so eindrückt, wenn es ein bisschen übersteht. Frohes Fest. Ja. Und auch das finde ich ist super cool.
So, und last but not least möchte ich euch noch mal einmal zeigen, wie ihr mit einem einfachen Mittel eure embossten Glanzkartons ein bisschen aufwertet. Und zwar habe ich mir jetzt hier rausgesucht diesen 3D-Embossing-Folder von Gemini. Das ist Snowflake Medley. Das ist ein Folder mit passenden Schablonen. Ich brauche heute aber nur den Folder und auch da nehme ich mir wieder einen Streifen von meinem Glanzkarton und lege den da einfach ein. So, und da nutze ich jetzt auch hier die Aussparung, um mir den so anzulegen, wie es mir gut gefällt, dass ich halt auch viele von den Schneeflocken mit drauf habe und jag mir das auch noch einmal durch die Big Shot. Und ja, alleine das ist schon wunderschön. Jetzt versuche ich mir hier noch so ein bisschen das Muster ein bisschen fortzuführen. So für die letzten paar Zentimeter. So. Und dann habt ihr dieses wunderschöne Muster schon mal drin. Das sieht an sich ja schon klasse aus. Kleiner Step up. Ich habe hier ganz feines Schleifpapier. Habe ich auch immer in meiner Bastelschublade liegen. Das ist, glaube ich, 600er Schleifpapier. Ihr könntet auch eine Nagelfeile nehmen, eine feine oder so. Das ist wirklich jetzt nicht krass. Und jetzt gehe ich hier einfach über meine erhöhten Flächen ganz leicht drüber. Da muss man gar nicht so doll drücken. Einfach locker aus dem Handgelenk. Und die erhöhtesten Stellen werden dann heller. Da kommt das Papier, also je nachdem, wie feste ihr oder wie lange ihr auch drüber geht, entweder wird es halt nur Silber, weil dann die oberste Schicht von der Folierung abgeht, oder es wird sogar weiß, wenn dann das Innere vom Papier rauskommt. Ich habe es jetzt hier bei Silber belassen. Ihr seht auch, hier ist ein bisschen Staub noch vom Schmiergel drauf. Und dann habt ihr eben dieses wunderschöne Ergebnis. Und ja, so einfach lässt sich dann Glanzkarton auch nochmal zweifarbig machen. Finde ich auch eine ganz coole Sache. Für das Etikett habe ich mir jetzt rausgesucht die Schneeflocken 2 von Curike. Auch ein etwas älteres Set mit dieser Schneeflocke. Und habe mir die quasi auch ausgestanzt aus Glanzkarton, auch das Frohes Fest wieder drüber geklebt und wieder die beiden Kreise ausgewählt. Und da mache ich jetzt auch noch mal einmal die Banderole fertig und zeige euch dann die letzte Box. So, die letzte Box ist auch fertig. Mit dieser wunderschönen Banderole. Ich kann mir das auch super einfach auf einer Karte vorstellen. Vielleicht einfach eine Mattung, streift hier von Hintergrund einfach in dem Elfenbein. Spruch drüber, fertig. Ja, finde ich wunderschön, diese Technik. Mir gefallen aber alle Boxen sehr gut. Was denkt ihr denn? Habt ihr noch weitere Ideen mit dem Glanzkarton? Dann lasst es mich doch mal unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Und freue mich aufs nächste Video. Tschüssi!